Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, gleich mal versuchen zu schlafen. Nee, geht nicht gut. Das heißt, wir haben offiziell Tag. Tag ist gut. Wir haben, ja, stimmt, wir haben ja nichts mehr. Keine Pfeile. Och man, jetzt regnet das auch noch toll. Ja. In der letzten Folge sind wir ja nun doch. Naja. Die ist ja doch ein bisschen anders ausgegangen als eigentlich gedacht. Wir sind sowas von krepiert, aber. Ja gut, passiert. Drauf viel schissen. Ja, ich habe mich in der Folge natürlich mal ein bisschen besser vorbereitet als sonst. War ja nun auch nicht wirklich schwer. Großes Thema hier überall. Facebook hat WhatsApp gekauft. Oh mein Gott. Mal ebenso 16 Millionen hingeblättert. Plus nochmal 3 Millionen. Irgendwie ein bisschen Aktien, ein bisschen Kohle war auf die Kralle. Und holla die Waldfee. Du wisst ja, was jetzt auf euch zukommt. Und so, da wird dann wahrscheinlich, irgendwann wird dann wahrscheinlich auf WhatsApp schön Werbung gepostet für Farmville oder so ein Scheiß. Naja gut, könnt ihr euch darauf einstellen. Es gibt aber auch eine Alternative. Die App Threema ist ja nun in den Vordergrund gerückt, dadurch, dass sie halt so hohe Sicherheit bieten soll. Was natürlich jetzt alles nur Behauptungen sind, aber die untermauern das ziemlich gut mit ziemlich guten Fakten und deswegen denke ich mal schon, dass das eine gute Alternative wäre. Wer also interessiert ist, ich kann euch gerne den Link mit in die Beschreibung hauen. Die App kostet allerdings, ich glaube, 1,60 € für Android und 1,65 € oder so für Apple. Na, ja, iPhone. iOS, jetzt habe ich. Mann. Und dann gibt es die natürlich, glaube ich, nochmal. Keine Ahnung, ich will jetzt keine Werbung machen, ist mir auch egal. Wie gesagt, ich brauche den Link in der Beschreibung. Und was ihr denn damit macht, das bleibt euch überlassen. So, wir hacken hier nochmal so ein bisschen Holz, weil wir ja nun gar keins mehr haben. Wir haben ja sozusagen alles verloren. Gut, dass wir keine Diamanten dabei hatten, obwohl es halt schade ist um unser Diamantschwert. Ansonsten hatten wir, glaube ich, nichts Wichtiges dabei, so gesehen. Aber gut, schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Ein bisschen Holz nehmen wir mal noch mit. Und dann bauen wir mal weiter an unserem Häuschen. Ich habe zwischendurch noch mal eine kleine Überlegung gehabt. Und zwar werde ich das Minecraft Singleplayer Projekten doch naja, nicht hinter mir lassen. Ich werde es weitermachen, klar, ich voll Bock drauf. Und habe aber halt festgestellt, dass total viele Multiplayer auf bei Hexet sich rumtreiben. Und ich habe so überlegt, Mensch, ob das auch funktioniert, wenn man einen Hexet-Server hat, da seine alte Welt rein zu kopieren. Deswegen werde ich das bei Gelegenheit mal versuchen, dieses Häuschen, was wir hier gerade bauen, bei Hexet reinzuballern. Und dann da weiterzumachen. Dann hätten wir gleich nochmal ein paar Sachen mehr zur Auswahl und dann schauen wir mal. Wer von euch nicht weiß, was Hexet ist, der soll bitte googeln, weil das will ich nicht erklären. So, was ist noch passiert? Ja, Kanal wurde ein bisschen umstrukturiert, also erstmal nur optisch. Und so ist jetzt, heißt jetzt natürlich, wir sind jetzt natürlich immer noch bei Fancy LP, aber auf dem Kanal steht jetzt nur noch Fancy. Damit dieses LP mal aus dem Namen verschwindet und der Kanal ist aber halt trotzdem weiterhin unter youtube.com/fancylp zu erreichen. Und aber das war's dann auch. So. Bei der Facebook-Seite muss ich nochmal gucken, weil ich habe jetzt irgendwie, kann leider, nachdem ich die URL in Fanclip geändert habe, kann ich die nicht nochmal ändern. Das ist, glaube ich, nur alle 3 Monate möglich oder so. Das heißt, wir müssen uns nochmal 3 Monate gedulden, solange es sind aber die Links trotzdem aktuell gehalten auf dem Kanal. Also könnt ihr hier und so, verstehst du? Könnt ihr hier denn nachgucken, so was so da so los ist, so
Weg hier mit den Setzlingen. Also beziehungsweise nicht weg, sondern hin. Hin und weg. Ja, na, hier wieder hin, damit wir schön weiter lecker Bäume haben. Oh, es werden ja nicht weniger. So, oh, und dieser scheiß Regen, ja, das geht mir gerade voll auf die Nüsse. Mann, geh aus. Das wäre viel schöner. Ich meine, man könnte das jetzt auch alles ausstellen. Könnte man, wenn man wollte. Und ich will eigentlich. Aber gut. Müssen wir jetzt durch. Ich könnte mir das natürlich jetzt einfach weg befehlen mit dem mit Hilfe des Servers. Bin ja nun rein zufällig Admin hier. Weiß gar nicht, wie es so gekommen ist. Aber gut. Wird alles gut. So, irgendwie werden das immer mehr Setzlinge. Da hinten sind auch noch welche. Und mir fällt gerade auf. Doch, wir haben eine Rüstung an. Sehr mysteriös, sah gerade so aus, als wenn ich keine Rüstung anhabe, als ich nichts in der Hand hatte. Aber gut, wahrscheinlich hat es dann finanziell für die Handschuhe nicht mehr gereicht. Genau, das wird es gewesen sein. Handschuhe, einfach teuer, ein teures Gut. So, ja, Holz haben wir so ein bisschen wieder, was auf Tasche. Halt, der Keller war hier. Ich will mal nach rechts laufen, ich weiß nicht warum. Ich werde wahrscheinlich auch die Kellertreppe dann dahin machen. Dass wir dann hier irgendwann runterkommen. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, weil der Gang ist hier. Beziehungsweise da. Die Treppe hier, die muss definitiv weg. Das sieht so kacke aus. So mitten im Weg. Also warte mal, hier ist die Treppe. Dann sagen wir mal, wir gehen nach hier. Ach, da ist ja hier auch der Übergang. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann machen wir die Kacke hier mal zu. Ah, gut, wir haben noch Steine. So ein paar. Eine Axt haben wir auch. Ich weiß aber allerdings jetzt nicht genau, wo wir da hinkommen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Schaufel. Aber wir brauchen hier die Treppen. Nee, warte mal, haben wir Holztreppen nach vorne genommen? Nein. Haben wir nicht. Wir brauchen trotzdem mehr. Oh, mal dieser Hungerbedarf. Und irgendwo habe ich einen Enderman gehört. Mistvieh. Ah, einmal im Kreis laufen. Da haben wir noch Treppen. So, jetzt ist aber Nacht auf jeden Fall. Jetzt können wir mal den Regen wegschlafen. So. Und nebenbei ganz heimlich wieder richtig hinsetzen. Genau, Treppe. Wir werden einfach mal jetzt alles riskieren und versuchen, mal gucken, wo wir dann hier rauskommen. Mal denn jetzt auf der Spitze eigentlich drauf? Haltbarkeit. Achso, das war ja die. Alles klar, ich verstehe. So. Dann machen wir hier so einen Bogen rein. Problem ist, dass jetzt genau hier. Das heißt, wir müssen noch einen runter. Guck mal, die Treppen hier, die müssen da nicht hin. Ich glaube, da können wir das Gras. Genau, da können wir das Gras noch. Nee, guck mal. Hier nicht, hier geht es ja dann schon raus. Verdammt! Okay. Also müssen wir das doch so halten. Erde. So und so. Hier auch Erde. Hier Treppen. Genau. So. So, so, so und so.
Und dann haben wir hier drei. Und dann kommen hier Treppen, 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 Treppen. Hier auch nochmal Treppen. Und dann müssen wir noch einen rein. Mit dieser actionreichen Musik. Actionreiche Musik. Ja. Nein. Ja, nein. Kommt, glaube ich, Holz eigentlich hin, aber gut, ist mir jetzt Hupe. So. Kann ich mal hier eine Fackel kurz hinsetzen? Nur mal kurz. Düb, düb, düb. Und dann haben wir hier die Erde raus. Ja. So. Und dann hauen wir hier nochmal alles raus. Und dann können wir hier nämlich wieder runtergehen. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir dann natürlich da im Keller rauskommen. Und mir fällt gerade so auf, ich habe so alle wichtigen Themen, die mir jetzt auf der Zunge lagen, innerhalb von 5 Minuten rausgehauen. Ich glaube, ich sollte die mal alle so ein bisschen in die Länge ziehen. Weil ich habe jetzt schon wieder keine Themen, das ist ja Inkompetenz pur. Und es besteht immer noch das Angebot, dass ihr mal mit mir ein Minecraft Together machen kann. Wie gesagt, eine Person haben wir. Wir brauchen höchstens noch eine weitere vielleicht. Wäre bestimmt ganz lustig. Bewerbung könnt ihr immer noch mir gerne als Nachricht schicken. Das ist, wenn ich mich jetzt hier durchgrabe, so. Sind wir überhaupt hier beim Keller? Ich glaube nicht. Ich begebe mich hier mal nach oben. So, warte mal, was haben wir denn hier? 538, 69, 16.000 irgendwas. 538, ich meine, der Keller ist ganz woanders. 538, 6.000, irgendwo hier. 538. Irgendwo hier. 538. Irgendwo hier, 6000. 6040 war das. Irgendwo hier. Das heißt, zwischen Eichenholz und Fichtenholzkiste würden wir theoretisch rauskommen. Wenn wir jetzt also diese Kisten hier abreißen. Die untere lasse ich jetzt erstmal stehen. Und grab mich hier mal so ein bisschen durch. Müssen wir mal gucken, ich weiß jetzt die Koordinaten nämlich schlauerweise schon wieder vergessen. Nein. So. ...6040. Irgendwie so war das, glaube ich. Hier so. Also waren wir sozusagen sogar auf dem richtigen Weg. Nur halt so ein bisschen zu tief. Sehr schön. Kurz mal hier Licht anmachen. So. Passt das natürlich alles hier schon wieder nicht mit der Breite, weil jetzt kommen wir hier bei einer Dreierbreite, bei einer Zweierbreite raus. Das ist nicht so geil. Das heißt, das hier muss alles weg. So.
Ding ja mal zumachen. Wir wissen nämlich jetzt, wo wir sind. War so gesehen also gar nicht so falsch. Da muss ja, finde ich jetzt nicht so cool, dass jetzt hier so ein mega Gang ist. Da muss man hier mega die Verzierung machen. So. Okay, hier die Steine rauskloppen. Und ja, hier oben kann dann wieder Erde rein. So. Und hier haben wir zum Glück ja... Ah, hier haben wir noch Fichtenholz direkt. Hier. Ach nee, ey. Aber ich nehme es auch immer wieder mit. Inkompetenz lässt grüßen. So, wollen wir den auf der Höhe lassen? Ja, so schön breit. Dann machen wir hier einen Vierer-Breiten-Gang hin. Wir haben es ja. Können wir doch machen. Mensch, haben wir genug Platz zur Auswahl. Deswegen wieder weg mit den Wänden hier. Dem Stein. Gedöns, Scheißen, Dreck, verstehst du? Also hauen wir das weg. Weg mit dem Dreck. Hallo? Und dann kommen wir genau hier beim Bücherregal lang. Das ist nicht so geil. Da kommen wir natürlich wieder in, ja, eine schwierige Situation. Scheiße. Ich meine, hier sind Bücher, dann... Das ist nicht so cool. Außer... Aha, ich hab die Idee. Ah, jetzt muss ich neue Bücherregale machen. Aber es ist nicht das... Das ist das geringste Problem gerade. Holz. Mehr Holz. War das so? Ich hab schon wieder vergessen, wie man Bücherregale macht. Ja, so war richtig. Okay, wir haben drei Bücherregale. Ich glaube, das war jetzt weniger, als wir weggenommen haben. Doch, das war so, ist sogar mehr. Eins mehr. So. Bauen wir einfach mal hier hin. Zack. Und dann passt das so sogar wieder. So sogar. Holz brauchen wir hier. Mal Lust. Jetzt so. Die Druckplatte dahin. Und hier. Zack, und dann haben wir den Raum halt auf der Seite. Ist ja alles halb so wild. Ist jetzt, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, abgesehen davon, den jetzt vielleicht ganz woanders hinzubauen, aber das ist nicht so in unserem Sinne, denke ich. Jetzt mal. So, das Ganze kommt hier raus. Puh, da haben wir einiges vor uns. Hier bei so einem kleinen Furzgang. Ja doch, der muss, das muss auch raus alles. Das da nicht. Holz. So. Bei dieser völlig entspannten Musik lässt sich das eigentlich immer ganz gut bauen. Ich bin ja ehrlich gesagt schon ziemlich gut gelaunt heute. Obwohl es schon wieder 1:29 Uhr in der Nacht ist. Aber gut.